König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderfolge des König Bube Dame Gast Podcast. Da es ein kleines bisschen Verzögerung in dem Betriebsablauf gibt, dauert es halt ein kleines bisschen länger, bis wir zum nächsten richtigen Buch kommen. Und deswegen haben wir gedacht, wir verbringen unsere Zeit mal nicht in Büchern, sondern mal in anderen Medien. Und wir haben uns zusammengetan und Castle Rock geguckt. In dieser Folge soll es um die Staffel 1 dieser Serie gehen. Und wir wollen auch später noch eine Folge veröffentlichen, wo es um die zweite Staffel gehen wird. Deswegen viel Spaß erstmal mit der Folge zu Staffel 1 der Serie Castle Rock. Und dazu habe ich mir wie immer eingeladen den wundervollen Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Und natürlich auch den wundervollen Jonas. Hallo Jonas. Hallo. Ja, wir haben ja nun schon ab und zu mal, ich sag mal, Videofolgen gemacht über Fernsehfilme und Serien und so weiter. Habt ihr hierzu eine Meinung? Also ich muss sagen, für eine King-Geschichte war das nicht mal ganz so schlecht. Ja, da muss ich dir recht geben. Hat mir gefallen. Aber liegt vielleicht auch daran, dass es halt keine Vorlage gibt, die man verhunzen kann. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir durchaus recht. Gut, bevor wir in die Details gehen, würde ich sagen, Flo, hast du hierfür irgendwie eine Einordnung oder irgendwie ein paar Details für uns? Ja, vielleicht so ein paar Kleinigkeiten vorweg. Bereits im Februar 2017 wurde die Serie nämlich angekündigt. Es wurde ein Teaser-Trailer veröffentlicht, der aus nicht viel bestand, sondern einfach ein paar Namen und Bilder und so weiter gezeigt hat. Unter anderem diverse Charaktere aus den King-Büchern und verschiedene Ortsnamen wie Salem Slot, Derry, das Shawshank-Gefängnis und natürlich Castle Rock. Und die Ankündigung, dass es eine Serie geben wird. Produziert von unter anderem J.J. Abrams, den man ja auch kennt durch sehr viele Sachen, ob gut oder schlecht, wie zum Beispiel Lost. Die Serie startete dann im Jahr 2018. Die erste Staffel umfasst 10 Folgen, die zweite dann auch, aber dazu kommen wir dann ein anderes Mal. Und da reden wir gleich drüber. Sie hat einige bekannte Darsteller, die wir aus anderen King-Verfilmungen kennen. Ganz kurz, wo ist das Ganze dann tatsächlich erschienen bzw. abrufbar? Im Original auf dem Pay-TV-Dienst Hulu. Mhm. Und in Deutschland kann man das zum Beispiel über Amazon-Channels gucken momentan. Amazon, ich glaube, ich weiß gar nicht, Stars hat es, glaube ich, mal gehabt. Und, genau, ja. Na, das ist ein Amazon-Channel. Ja, und es gibt es auch auf DVD und Blu-ray, auch auf Deutsch. Genau, an dieser Stelle, ich will keine Werbung machen oder so, überhaupt nicht, aber ihr habt gerade mit diesen Amazon-Channels die Möglichkeit, wenn ihr ein Prime-Abo habt in irgendeiner Form, könnt ihr die, ich glaube, einen Monat oder so kostenlos testen. Das heißt, das reicht eigentlich sehr gut, um eben diese ganzen King-Geschichten einmal komplett durchzusuchten und das Ding einfach zu kündigen, bevor man was dafür bezahlen muss. Die haben sehr viele King-Sachen. Die haben zum Beispiel auch die neue Verfilmungsserie von The Stand und eben auch so Sachen wie Mr. Mercedes, aber eben auch Castle Rock. Also an der Stelle, das wäre jetzt mein persönlicher Tipp, wenn ihr dafür kein Geld ausgeben wollt. Jonas, hast du für uns für diese erste Staffel eine Kurzzusammenfassung? Das habe ich. Der Gefängnisdirektor von Shawshank bringt sich um und hinterlässt eine nicht ganz so tote Leiche im Keller. Ein junger Wärter findet in einem Käfig einen jungen Häftling, The Kid, und will nicht akzeptieren, dass dieser grundlos in Gewahrsam gehalten wird, um einen Skandal zu vermeiden. Er bittet den Anwalt Henry Deaver darum, den Jungen zu verteidigen, wobei ihm hier alle möglichen Steine in den Weg gelegt werden. Aber Henry hat nicht nur mit seinem Job zu kämpfen, sondern auch mit seiner gescheiterten Ehe, seinem nicht aufgearbeiteten Kindheitstrauma, das den Tod seines gewalttätigen Adoptivvaters und sein eigenes Verschwinden betrifft, und der Pflege seiner dementen Mutter Ruth. Es stellt sich heraus, dass The Kid wohl das Böse in Castle Rock verursacht. Zumindest bricht rund um ihn das Chaos und Streit aus, wohin auch immer er sich begibt. Auch Pangborn ist überzeugt davon, es mit dem Antichristen zu tun zu haben. Er lässt sich aber dennoch mit The Kid ein, um Ruth zu helfen
und verliert in letzter Instanz sein Leben. Henry erforscht mit seiner Jugendfreundin Molly weiter seine Vergangenheit und trifft hier auf ein mysteriöses Geräusch, das schon sein religiös-fanatischer Adoptivvater gefunden haben will, und stolpert dabei über eine Art Schwachstelle zu anderen Zeitlinien und Realitäten. Es stellt sich raus, The Kid ist angeblich der biologische Sohn von Ruth und Matthew Deaver und stammt aus einer alternativen Realität, in der seine Mutter im Jahr 1991 ihren Mann verlassen und ihr Kind mit nach Boston genommen hat. Henrys Vater wurde damals nicht von Molly ermordet, sondern nahm sich erst 2018 das Leben. Final kämpfen die Brüder gegeneinander. Das Ende bleibt jedoch offen. Wunderbar, danke für die Zusammenfassung. Sehr gerne. Ich muss dazu sagen, wie weit jetzt diese Zusammenfassung persönliche Lesart von uns ist und wie weit die wirklich an der Realität der Serie entlang geht, das wird wahrscheinlich noch zu diskutieren sein. Weil, und das war das, was ich tatsächlich am meisten zu schätzen wusste hier, es war tatsächlich echt relativ wenig vorhersehbar, fand ich. In dieser Staffel auf jeden Fall. Und eins vorweg, ich glaube, wir sind uns einig, dass hier eine Parallelwelt zu der Bücherwelt von King ist. Wir haben dieselben Orte, wir haben dieselbe Figuren, aber es ist nicht unsere Realität. Es ist eine, sagen wir, eine Turmwelt. Ja, würde ich zustimmen. Oder um auf das Ende vorwegzugreifen, es sind Turmwelten. Ja, bin ich bei dir, auf jeden Fall. Ja. Bevor wir richtig in die Serie an sich gehen, würde ich ganz gerne mit euch über das Intro sprechen. Weil ich finde tatsächlich das Intro richtig geil gemacht. Weil hier haben wir ja tatsächlich eben ganz viele Anspielungen schon und Querverbindungen und so weiter, die zumindest in dieser Staffel, wenn ich ehrlich bin, noch gar nicht so richtig durchkommen. Die aber zu finden mir doch schon sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, stimmt. Also mir ist es insgesamt ein bisschen zu schnell, um alles zu erkennen. Ich habe mir immer mal vorgenommen, ja, das sehr langsam mit dem Finger auf der Pausetaste durchzuschauen. Aber ich kam da doch nicht dazu. Aber das, was auch ich gesehen habe, das ist schön. Ja, ich musste auch nachschauen. Es gibt natürlich Seiten, die das alles auseinandergebaut haben. Aber das sind schöne Sachen dabei. Vor allem nicht alles so offensichtlich. Vor allem nicht nur das nicht offensichtlich, sondern ich finde, wir haben hier halt einen anderen Trick gemacht, als wir es zum Beispiel bei Der Nebel gemacht haben, dass da plötzlich Bilder vom Turm in der Serie standen oder so. Das haben wir hier auch, aber relativ wenig. Aber im Intro spielen wir halt tatsächlich zum Beispiel mit den Ausschnitten aus Romanen. Also man sieht quasi Textausschnitte unter anderem. Und da habe ich jetzt gefunden, und ich habe mir die Arbeit gemacht und bin wirklich mit der Pausetaste durchgegangen. Wir fangen an mit einem Hinweis auf Green Mile. Danach geht es weiter mit Brennen muss Sale. Dann fand ich ganz lustig, dass wir einen Hinweis auf die Sonnenfinsternis haben. Die Sonnenfinsternis lernen wir kennen in Dolores und in das Spiel. Ist euch noch weiteres aufgefallen? Oh ja, also wir haben einmal natürlich Chapter 19. Genau. Aber, und das fand ich sehr schön, wir haben eine Karte. Genau, das ist da, wo die Sonnenfinsternis auch eingezeichnet ist. Genau, auf dieser Karte ist also Castle Rock eingezeichnet. Wir haben Derry umkreist. Wir haben Haven mit einem Kreuz, an dem Crash-Site steht, aus Tommyknockers. Genau. Mhm. Wir haben, was haben wir denn noch? Little Tall, wie heißt das? Little Tall Lake oder irgendwie so ähnlich. Mhm. Also, die Ecke, wo jetzt überlege ich, wie heißt es denn, die Arena spielen wird. Ja. Die ist auch so markiert, als wäre da eine Kuppel drüber. Also es sind viele so kleine, schöne Sachen. Na Quatsch, Little Tall Lake ist es nicht. Little Tall Lake steht auch dabei, A Storm of the Century. Mhm, genau. Da kommen wir auch bald dazu. Das gefällt mir. Also die haben sich da echt Mühe gemacht. Wir haben auch Hinweise, wenn die Namen genannt werden, sind so zerfetzte Seiten, kleine Ausschnitte, da kann man zum Beispiel Dolores Claiborne lesen. Genau, außerdem natürlich Cujo wird erwähnt, auch direkt im Intro. Man sieht natürlich das Shawshank als Schlagzeile in irgendeiner Form. Und was ich ganz lustig fand, da musste ich tatsächlich überlegen, irgendwo haben wir den Zahlencode 217,
Und das ist das entsprechende Zimmer im Overlook Hotel aus Shining. Wir haben auch ein Buchfetzen Miseries, könnte Return sein, das ist ein bisschen zerfetzt, aber auch da wieder eine Anspielung. Cujo hast du ja auch schon genannt. Genau, S. S ist dabei. Ja, wir haben aus Shining auch im Hintergrund die Seite mit All Work and No Play makes Jack a Dull Boy. Ja, das ist abgerissen. Ja. They float, Georgie. Und unten drunter mit Hand geschrieben, Kidnap by Pain, dann verschwindest du im Dunkeln. Ja, Murder, Red Rum. Genau. Also ich muss wirklich sagen, dieses Intro finde ich grandios gemacht, weil es eben wirklich, du musst genau hingucken, beziehungsweise wenn du halt wirklich ein kleines bisschen so schon im Universum drinsteckst, erkennst du halt tatsächlich auch echt viel auf den ersten Blick und freust dich halt voll. Und das hat tatsächlich gut funktioniert bei mir. Ja, das mochte ich auch, denn man fühlt sich irgendwie schon zu Hause. Es ist nicht so mit dem Vorschlaghammer, hier, guck, du kennst das hier, du magst das, sondern es ist so schön versteckt eingebracht. Genau, gut. Und ich muss sagen, ich mag die Musik in der Serie sehr gern. Also auch im Intro, aber vor allem auch, die sich so durch die gesamte Szenerie so zieht. Ja, sie ist sehr stimmungsvoll. Und wenn wir bei solchen Sachen sind, ich fand auch die Art, wie die Serie gedreht wurde, sehr ansprechend. Also sie hat einen gewissen Stil, der recht düster, recht bedrückend ist. Die Farben auch so ein bisschen ausgewaschen. Mhm. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Das ist eine gute Frage. Die Serie hat dir gut gefallen im Drehstil oder diese Staffel? Weil das war nämlich für mich tatsächlich ein ganz großer Punkt. Das hat mir in dieser ersten Staffel wahnsinnig gut gefallen. Und ändert sich später ganz rapide, finde ich. Ich würde nicht sagen rapide, es ändert sich. Es hat mir in der ersten Staffel besser gefallen auch, ja. Mhm. So, das kann ich sagen. Gut. Wie steht ihr denn zum Cast? Das ist ja nun eine Sache, damit steht's und fällt's recht häufig, seien wir ehrlich. Und hier haben wir ja nun auch schon wieder ein paar Insider-Gags drin. Alleine durch die Besetzung. Gut, die Insider-Gags gehen an mir, glaube ich, wieder vorbei. Aber ich finde die Besetzung grob und ganzen ziemlich gut. Wobei, auf Anhieb habe ich nichts auszusetzen. Zumindest nicht retrospektiv in meinem vergesslichen Hirn. Wobei, so ganz an dir vorbei geht es, glaube ich, nicht, weil Bill Skarsgård, The Kid, also den kennst du ja doch schon, der ist Pennywise. Ah, okay. Das, ja. Aber ungeschminkt. Das, genau. Ja, und wir haben Sissy Spacek, die so die ursprüngliche King-Darstellerin ist, im allerersten Film Carrie. Hat sie Carrie gespielt. Mhm. Und ich finde sie hier auch großartig, kann ich jetzt schon von Anfang an sagen. Ja, ist definitiv die beste Rolle und auch die beste Figur in der Serie. Wobei ich sagen muss, ich habe auch sehr viel Spaß gehabt an Melanie Linskys als Molly. Das ist, ihr kennt sie vielleicht aus Rose, aus Two and a Half Men. Und ich muss sagen, sie hat in ihrer Verwirrung, das hat sie echt gut gespielt, diese Überlastung durch diese Shining-Geschichten, die sie hat, das hat mir Spaß gemacht. Die war auch echt gut besetzt. Ja, fand ich auch. Ich kenne sie auch hauptsächlich aus Two and a Half Men und da kann man sie ja nicht so wirklich ernst nehmen. Das hat aber hier so gar nicht gestört. Also sie war ein richtig guter Charakter und zeigt, dass sie eine gute Schauspielerin ist. Und dann haben wir hier, du hast ja schon erwähnt, dass der, was war es, Drehbuchautor oder Regisseur? Abrams? Produzent. Produzent. Dass der Produzent auch mit bei Lost die Finger drin hatte. Und daran wird natürlich auch wieder eine Referenz gegeben, denn der Gefängnisdirektor Dale Lacey wird gespielt von Terry O'Quinn. Das ist der rollstuhlfahrende Mensch in Lost. Und da habe ich mich tatsächlich sehr drüber kaputt gelacht. Ja, wobei man sagen muss, Terry O'Quinn hat, glaube ich, überall mitgespielt. Ja, aber ich hab doch sehr gelacht. Ja, also natürlich in Lost, in Akte X war er dabei und in Millennium. Und auch das ist ein King-Veteran, er war in Der Werwolf von Tiger Mills. Stimmt, du hast recht. Ja, stimmt. Ansonsten, und da habe ich mich tatsächlich geärgert, dass wir von der Figur nicht mehr wirklich viel sehen. Es wird ja hier ein Charakter eingeführt, den es in den Büchern an sich so nicht gibt, nämlich Jackie Torrance. Das soll quasi eine entfernte Verwandte von Jack Torrance aus The Shining sein.
Und sie wird gespielt von Jane Levy. Und ich muss sagen, die war auch großartig. Die war als Figur großartig und die war toll besetzt. Nur leider hat sie halt echt nicht viel Screentime. Also zu wenig, wie es hätte sein müssen. Ja, sie taucht ja so in der Mid-Credit-Sequenz, also wie bei den Marvel-Filmen, im Abspann auf, in der letzten Folge und erwähnt sowas. Und ich hatte echt gehofft, dass wir dieser Geschichte folgen würden in der zweiten Staffel. Das hätte mir Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal ein bisschen so durch, wen wir hier jetzt wirklich wieder getroffen haben, wen wir schon kennen. Wie gesagt, genau, die Jane, Jackie Torrance, die gibt's halt nicht in den Büchern, die ist halt einfach nur ein Seitenhieb. Molly als solche kennen wir auch nicht, aber halt Frauenfiguren und Shining, Menschen mit Shining, die das auch schon als Kinder haben und so weiter, ist ja nun die typische King-Thematik. Henry Deaver ist mir, glaube ich, aus dem Universum so gar nicht bekannt, oder? Ist da irgendwo mal aufgetaucht? Nein, ich glaube, Henry Deaver soll so die Figur sein, die uns in diese Welt einführt. Das ist ein komplett neuer Charakter. Dann treffen wir aber eben auch ein paar andere Menschen, die wir schon kennen. Unter anderem eben zum Beispiel Alan Pangborn. Und hier sehen wir tatsächlich, dass es eben eine alternative Zeitlinie sein muss, auch zu den eigentlichen King-Büchern, weil er ja hier tatsächlich die Affäre mit Ruth eben hat. Und wir wissen ja aber, dass Alan Pangborn später mit Polly eigentlich eine Beziehung hat und so. Also das ist definitiv ein Bruch hier in der Geschichte. Genau, in der zweiten Staffel wird es noch viel offensichtlicher, aber das hier ist schon ziemlich deutlich. Also wir kennen ihn aus den Büchern wie Stark und In einer kleinen Stadt. Da war er ja wirklich, da hat er zu den Hauptfiguren gehört. Und auch hier hat er eine sehr wichtige Rolle. Wobei ich sage, ich hätte gern noch ein bisschen mehr von ihm gesehen. Jonas, wie fandest du ihn denn besetzt? Eigentlich gut. Also er hatte ein bisschen wenig mit dem zu tun, wie wir ihn bisher kennengelernt haben. Aber ich kann mir so einen verrenneten Sheriff durchaus vorstellen. Mhm. So ein bisschen mürrisch, teilweise vielleicht immer noch zu sehr dem Alkohol zugetan. Das gefällt mir. Was ich wirklich süß fand, ist, dass sie ihm seinen kleinen Zaubertricks gelassen haben. Ja, das ist großartig. Genau, das war so auch so eine kleine, so ein Easter Egg wieder. Gespielt wird er von Scott Glenn, der auch schon in unzähligen Sachen mitgespielt hat. Also Serien und Filmen. Aber ich glaube auch nicht so die großen Rollen hatte. Ja. Wie findest du ihn denn, Flo? Ich weiß nicht, ob Jonas die Verfilmung damals gesehen hatte für In einer kleinen Stadt. Hattest du die geguckt? Nee, die kenne ich nicht. Okay, also bist du da nicht vorgeprägt. Wie findest du ihn denn, Flo, im Vergleich zum In einer kleinen Stadt Pangborn? Also im Film. Ach, da ich In einer kleinen Stadt die Verfilmung grauenhaft finde, erheblich besser. Ich habe halt wirklich das Problem, dass das bei mir zumindest Pangborn, ansonsten habe ich alles aus diesem Film vergessen, aber zumindest Pangborn ist bei mir doch schon sehr gebucht auf ihn. Also auf den, auf den eigentlichen alten Schauspieler. Ja. Das ist tatsächlich was, das hat mich ein bisschen gestört. Aber dafür kann die Serie nichts. Nee, also gestört hat es mich nicht. Ich habe es einfach so gesehen, wir haben hier einen alten, desillusionierten, mittlerweile ja Ex-Sheriff. Und dafür fand ich ihn richtig gut besetzt. Ja. Und wir haben ihn ja auch in jungen Jahren, da wird er gespielt von Jeffrey Pierce. Ja, da kann ich jetzt auch nichts sagen. Also der taucht ja nicht so oft auf, hat jetzt auch nicht gestört. Ja, was ich noch sagen muss, was mir tatsächlich ganz gut gefallen hat, ist, dass wir hier wieder diese ganze Mythologie mitnehmen mit den religiösen Fanatikern. Das fängt an tatsächlich eben bei dem Gefängniswärter, der da vollen Überzeugung ist, er hat jetzt den Antichristen gefangen. Das geht bei dem Gefängnisdirektor, nicht beim Wärter, der Wärter ist ja ein guter Kerl. Das geht weiter bei Pangborn, der tatsächlich dem entsprechenden Gefängnisdirektor erlaubt, seine Geisel im Kofferraum wieder mitzunehmen, nachdem er ihn ja schon angehalten hat. Und natürlich auch diese ganze Thematik um religiöse Fanatiker als Eltern
durch eben den Pfarrer, der hier der Adoptivvater von Henry ist. Ja, es ist halt eine Thematik, die sehr King-typisch ist. Also finde ich es auch gut, dass sie das hier so eingebaut haben. Hatte ich jetzt gar keine Probleme mit. Kommen wir doch mal zu den Problemen. Denn da habe ich mit der Serie tatsächlich doch auch ein paar gehabt. Ich mag die Serie voll gern und ich mochte das voll gern, dass ich tatsächlich echt einige Wendungen und Dinge nicht vorhergesehen habe, so gar nicht. Aber das Ende war für mich unbefriedigend. Ging es euch da anders? Nee, aber also zum Teil. Ich fand es unbefriedigend, ja, aber ich habe mich damit getröstet, in der zweiten Staffel geht es ja bestimmt weiter. Ein Trugschluss, ohne zu viel zu spoilern zu wollen. Naja, kann man so nicht sagen. Ich meine, ein kleines bisschen haben wir ja da schon nochmal einen Rückgriff drauf gekriegt, zumindest. Ja, das stimmt, aber auch erst ziemlich spät. Das heißt, die Enttäuschung, dass es dann nicht weiterging, hielt ziemlich lang an. Okay. Ja, es ist ein merkwürdiges Ende. Ich hatte mir auch was anderes erwartet. Und ich hätte mich gefreut, wenn wir eine dritte Staffel gehabt hätten, die so alles vielleicht irgendwie doch zusammenfügen könnte. Aber leider. So bleibt so ein bisschen Nachgeschmack übrig. Genau, also es ist auch definitiv schon etabliert, dass es keine dritte Staffel geben wird. Wow. Es ist jetzt komplett fest, ja. Genau. Aber naja, ich tue vielleicht dem Ende auch Unrecht. Es ist nicht nur das Ende, was mich stört. Es wurde tatsächlich für mich so... Ja, das letzte Drittel wurde schon ein bisschen schwierig. Eigentlich ab dem Moment, wo wir dieses lustige Geräusch hören. Und diese Stimme Gottes und bla und Tönen. Das fand ich alles fürchterlich anstrengend. Woran ich dagegen allerdings fürchterlichen Spaß hatte, war tatsächlich der ganze Charakterbogen rund um Ruth. Vor allem eben, wie sie ihre eigene Systematik findet, um ihre Demenz zu überlisten. Das ganze Trauma, das sie durch ihren Ehemann hat, das dann wieder durch den The Kid ausgelöst wird. Aber vor allem eben auch diesen wirklich liebevollen Umgang zwischen ihr und Ellen. Und ich meine, dieses ganze Thema Liebe im Alter, das haben wir ja nun auch im King-Universum recht oft. Das hatten wir zum Beispiel in der letzten Filmfolge, wo wir über Golden Years gesprochen haben. Aber zum Beispiel auch in so Sachen wie Insomnia und so weiter. Ja, das ist die siebte Folge, The Queen, die Königin. Und ich würde sagen, die sticht wirklich hervor in dieser Staffel, weil sie so sehr ungewöhnlich ist. Die zweite Staffel hat auch so eine Folge. Und für mich ein absolutes Highlight. Und du hast recht, auch für mich fand ich, also danach fällt es ein bisschen ab. Wir haben noch so diese großen Enthüllungen, aber die haben mich dann nicht so ganz gepackt und es ist ein bisschen wirr geworden. Mm, genau. Und das Finale, ja. Das Finale ist nicht unumstritten, sagen wir mal so. Vor allem habe ich halt diese ganze, wir tauschen uns untereinander aus, Geschichte nicht verstanden. Weil die für mich auch in der Zeitlinie überhaupt nicht zusammenging. Also wisst ihr, wie ich meine? Dass der junge Henry Deaver dann doch nur so kurz weg war. Das hat ja Alles nicht so richtig zusammengepasst in meinem Kopf. Ich würde euch das gerne erklären, aber leider kriege ich selber nicht richtig zusammen. Deswegen guckt euch einfach selber an und bildet euch selber eine Meinung. Vielleicht sollten wir noch erwähnen, weil das ist auch kein Spoiler, damit fängt die ganze Serie an. Dieser junge Henry Deaver ist vor 27 Jahren, was übrigens auch eine Anspielung ist auf den S-Zyklus, ist er für einige Tage spurlos verschwunden gewesen. Und der jüngere Sheriff Pangborn hat ihn dann gefunden im Wald auf einem zugefrorenen See. Alles ganz geheimnisvoll. Er behauptet, er weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Und sein Vater ist ums Leben gekommen bei der Suche. Und es ist alles ziemlich mysteriös. Ja, aber... Woran ich tatsächlich aber auch noch echt viel Spaß hatte, war tatsächlich Molly als Charakter. Weil ihre ganze Überforderung mit ihrer ganzen sensorischen Overload-Geschichten und so weiter, das fand ich cool. Und halt auch wie, ich bin der Serie sehr dankbar, dass es nicht als Autismus dargestellt wurde. Drücken wir so aus. Ja, da hätten sie viel Scheiße bauen können. So wie sie damit umgehen, mit den Fähigkeiten, das ist ja eigentlich
ja, Shining-artige Fähigkeiten irgendwie doch, keine Ahnung. Fühlt halt viel der Mitmenschen an Gedanken, an Gefühlen, an sonst was und versucht es halt mit Drogen zu unterdrücken. Also es sind nicht sonstige Sinneseindrücke, die sie hat, sondern halt ja wirklich die Gefühlswelt anderer Menschen, sagen wir so. Genau, man könnte vielleicht sagen, einfach eine übergeordnete Empathiefähigkeit, um es verkürzt auszudrücken. Ja, da hätte man viel falsch machen können, aber das haben sie tatsächlich gut umgesetzt. Vor allem fand ich halt auch tatsächlich ihre Schonungslosigkeit cool mit ihrer Schwester und so. Also so sind die wie, ja, ich hab den Vertrag schon unterschrieben, ich wollte es dir nur gesagt haben. Es ist aber schön, dass du mit mir drüber geredet hast. Und ansonsten haben wir hier natürlich auch wieder so ein bisschen die King-typische Sozialkritik drin. Das kommt vor allem ganz am Anfang eben raus, als Henry Deaver noch dieser Verteidiger ist im Todestrakt. Und er weiß einfach, er wird bei gewissen Menschen nie eine Chance haben, die in irgendeiner Form dort rauszukriegen, ob sie was gemacht haben oder nicht. Weil eben das System schlicht und ergreifend nicht gerecht ist. Genauso geht es weiter, dieser unterschwellige Rassismus ist vielleicht sogar zu viel gesagt, als er das erste Mal zu Ruf kommt und sie ihm, ich gebe ihnen eine Chance. Also er ist eine Person of Color und sie ist weiß, ihr Mann war weiß und sie haben eben Henry Deaver in dieser Zeitschiene adoptiert. Und als er jetzt als erwachsener Mann erstmal wieder aufkommt, denkt sie halt, er ist der Gärtner. Und ja, und ich hab da selber einen adoptierten schwarzen Sohn und ich weiß, die sind hier alle komisch zu dir, aber mach dir keine Sorgen und so weiter. Dieser ganze White Savior-Komplex in einem Satz. Genau, was ich in dem Zusammenhang aber auch ziemlich cool fand, also man merkt ja schon von Anfang an, dass mit ihr was nicht stimmt. Es heißt ja dann Alzheimer. Und dann kommt diese Folge The Queen. Und plötzlich denkt man, oh, Moment mal, vielleicht stimmt doch alles mit ihr. Sie kommt nur nicht ganz klar mit all diesen Welten, in denen sie rumhüpft. Das fand ich eigentlich einen sehr geilen Twist. Also ja. Da hatte ich nicht mit gerechnet. Das war so eine der Momente, wo mich die Serie echt gepackt hat. Was der allergeilste Twist daran war, sie kommt ja eigentlich auf diese Idee erst durch das Gespräch mit ihrem, was ist es dann, Enkel? Also, ja, Enkel. Der Sohn von Henry. Als er eben dieses Videospiel, dieses Handy-Game ihr zeigt, dass es da eben Zeitreisende gibt und die muss man halt, also es gibt in diesem Spiel Zeitreisende und die sind die einzigen, die die Bösen töten können. Und darauf kommt sie ja mehr oder weniger erstmal auf die Idee, dass sie die Möglichkeit hat, quasi diese Sachen zu manipulieren. Und ich bin ja ein Mensch, der eben sehr unter Schlafparalyse leidet. Das haben wir ja schon öfters mal thematisiert in diesem Format. Und ich habe zum Beispiel genau im Prinzip denselben Trick. Bei mir sind es halt keine Schachfiguren, die im Kühlschrank stehen oder sowas. Aber wenn ich in so einer Schlafparalyse gefangen bin, habe ich halt mein Hirn darauf trainiert, dass ich zum Beispiel sage, mein Computerbildschirm, der am Bett steht, steht plötzlich mit dem Rücken zu mir, also quasi mit der blinden Seite zu mir. Und ich selber wäre aber nie in der Realität in der Lage, das Ding umzudrehen. Das heißt, ich weiß, das ist nicht die echte Welt. Und dadurch kann man sich halt so ein bisschen in die Realität zurückhangeln. Ich nehme an, das ist auch eine Sache, die bei Dissoziationen funktioniert, wenn man sich das antrainieren kann. Ich weiß nicht, ob das jeder kann. Aber dass hier dieser Mechanismus so genutzt wird und den ich tatsächlich selber in irgendeiner Form so ähnlich anwende, das fand ich richtig, richtig klasse. Und wenn du gerade den Enkel erwähnst, also den Sohn von Henry Deaver, der wird gespielt von Joseph Jacobs und das ist der junge Mike Hanlon in dem Remake von S. Also wieder ein King-Veteran. Und diese ganze The Kid-Geschichte ist auch so eine Frage für mich. Nennen wir den The Kid, weil das auch wieder eine Referenz ist auf Green Mile oder ist das Zufall? Ich weiß nicht, ob es Zufall ist, aber ich würde es nicht als Referenz auf The Green Mile sehen. Okay. Es ist, es ist halt eine Figur, die keinen Namen hat. Es ist, wie soll ich sagen? Es ist eine Unbekannte in der ganzen Gleichung, diese Figur. Mhm. Und irgendwie muss man sie nennen und weil es halt ein junger Kerl ist, wird er The Kid genannt. So sehe ich das. Also. Okay, ja. Kann ich akzeptieren. Ich will halt nur die Green Mile-Referenz sehen, weil die ja im Intro ist.
Und sonst habe ich noch keinen Hinweis auf Green Mile gefunden. Naja, der Anwalt im Todestrakt. Ja, gut. Was ich auch noch tatsächlich so ein bisschen als Referenz verstehen würde, wir haben in der letzten Folge über Glas gesprochen. Und da gibt es ja eben diese besagte Schwachstelle. Und diese besagte Schwachstelle hat ja tatsächlich auch im Buch so eine audiovisuelle Komponente. Können wir das so sagen? Ja. Und das hat sie hier halt auch. Wir haben halt hier dieses komische Geräusch. Und während sie eben sich in dieser Schwachstelle bewegen, also zwischen diesen Welten, ändert sich ja auch komplett die ganze Farbgebung und der ganze Drehstil und so weiter. Das muss ich sagen, das fand ich auch sehr hübsch. Es war wirklich gut umgesetzt. Also sie haben sich wirklich Gedanken gemacht. Weil sowas kann man leicht versauen. Ja, das stimmt. Gut, wie gesagt, über das Ende an sich im Detail unterhalten, glaube ich, ist sinnlos, weil wir es alle, glaube ich, nicht verstanden haben. Ja, schon. Und wenn ihr wissen wollt, wie es endet, guckt euch die Serie an. Vielleicht könnt ihr es uns dann auch erklären. Ja, und vor allem würde mich tatsächlich mal eure Meinung dazu interessieren. Also, ob ihr das Ende befriedigend fandet oder nicht. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich es gut finde oder nicht. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, hätte es eine dritte Staffel gegeben, die das Ganze ein bisschen verwoben hätte, mehr, wäre das ein gutes Ende gewesen. Aber so wie es für sich alleine steht, ist es leider kein gutes Ende. Gut, habt ihr noch was, was ihr ergänzen wollt zu dieser Staffel? Nee, ich habe nichts mehr. Nee, ich habe auch nichts mehr. Alles klar. Dann bleibt mir, ich weiß nicht, wollen wir hier eine Bewertung machen? Nee, würde ich nicht also sagen. Nicht mit Zahlen, aber ja. Grundsätzlich, wie würdet ihr denn die Serie oder beziehungsweise diese Staffel für euch so bewerten wollen? Weil ich muss sagen, und ich mache damit gleich einen Anfang, ich habe tatsächlich hier mit einer King-Serie seit langer, langer, langer Zeit echt mal wieder Spaß gehabt. Ich würde auch sagen, Daumen hoch. Die Serie hat ein paar Längen, gerade so in der ersten Hälfte der Staffel und ein paar wirre Momente, die viel Interpretationsspielraum lassen in der zweiten Hälfte. Aber sie hat mich gefesselt. Und mit 10 Folgen ist diese Staffel jetzt auch nicht so lang. Also das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und gerade wenn man King-Fan ist, man findet hier doch viele Sachen, die einen zum Schmunzeln bringen. Genau. Jonas, du hast das letzte Wort. Ja, ich kann mich im Prinzip anschließen. Die Serie macht Spaß. Man findet eine Menge Querverweise. Selbst wenn man sich... Ja, obwohl ich kenne mich inzwischen ja doch ein bisschen aus. Aber... Ja, selbst ich, der eigentlich blind für sowas ist, findet sowas und ja, schaut es euch an, macht Spaß und sagt uns, wie ihr es findet. Gut, wunderbar. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle für diese Folge. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Und ja, wir hören uns dann demnächst zu Staffel 2 wieder. Es war mir eine Ehre. Und lieber Jonas, ich danke dir. Ja, gerne. Lieber Flo, ich danke dir selbstverständlich auch. Aber jetzt kommt noch im Abspann eine Sequenz. Ja, wie in der Fernsehserie. Denn kurz vor Ende haben wir nochmal Jackie Torrance. Die erzählt, sie möchte ein Buch schreiben. Und das möchte sie da machen, wo alles begann, mit ihrem Onkel im Overlook Hotel. Dum, dum, dum. Ja, es war mir eine Ehre. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.